Man schlägt die Tageszeitung auf und jeden Tag gibt es praktisch einen neuen Skandal. In Südtirol gibt es einen Landeshauptmann, der einfach dazu schweigt. Und ich denke mir, der 22. Oktober müsste nicht nur Wahltag, sondern auch Zahltag sein. Ich kann nur sagen, wenn ich in Südtirol wohnhaft wäre, ich würde zum Landeshauptmann Sven Knoll wählen. Wie jetzt bei dem Ausländerplakat, wo ich mir gedacht habe, das ist gut. Und wenn die herumheulen wegen dieses Plakates, dann muss ich zuerst einmal sagen, lern Deutsch, denn wir sagen ja nicht Ausländer raus. Wir sagen kriminelle Ausländer raus. Und ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe die Leute wirklich nicht. Ich denke dann immer, das wird wohl dauern, bis sie oder Angehörige mal selbst betroffen sind. Wir haben ein super Team beieinander, also die 30 Leute, was wir haben. Also wir kämpfen faul auf Bevölkerungsschichten, faul auf Berufsgruppen. Und also da sind top motivierte Leute und was jeder in seinem Bereich Fachleute sind. Und das lässt hoffen, dass wir einfach in Zukunft nachher in Erfolg am 22. Oktober einfahren können. Menschen sehnen sich nach Freiheit. Unternehmer wollen freier arbeiten, weil die ganze Bürokratie und die ganzen Vorschriften erdrücken sie. Arbeitnehmer wünschen sich freiere Arbeitszeiten, freiere Arbeitsmöglichkeiten, damit sie ein freies Leben haben können. Familien wünschen sich, eine freiere Entscheidung treffen zu können. Mehr Selbstbestimmung in Bezug darauf, auf die Wohlfreiheit, ob sie ihre Kinder in eine Kita geben wollen oder selber länger bei ihren Kindern bleiben wollen. Menschen erheben ihre Stimme und hoffen auf höhere Löhne, auf höhere Renten, weil sie sich eben auch da ein gerechteres Leben wünschen, vor allem die Wertschätzung und vor allem ein gerechtes Beitragssystem in Südtirol, dass endlich einmal die Einheimischen wieder zum Zuge kämen und dass nicht genau die Einheimischen durch den Rost fallen. Wenn man sieht, wie viel wir weitergebracht haben, die ganzen patriotischen Themen, von denen heute in der Gesellschaft ganz selbstverständlich geredet wird, ob das die Selbstbestimmung ist, über die immer wieder diskutiert wird, ob das die Ortsnormenfrage ist, die immer wieder aufs Tapet gebracht ist, ob das auch die doppelte Staatsbürgerschaft ist, das ist allem die Südtiroler Freiheit. Die Südtiroler Volkspartei, die einmal eine Volkspartei war, ist inzwischen zu einer Skandal- und Vetternwirtschaftspartei verkommen. Und die wirtschaften unser Land mit Obi. Jeden Tag mehr und mehr und mehr. Ich war gestern auf einer Podiumsdiskussion und da hockt da ein Vertreter von der Volkspartei, nachdem viele Bürger gesagt haben, was soll schieflaufen, von den kleinen Sachen bis zu den großen Sachen, sinngemäß, ja, was jammert's denn? Ins geht's dich alle gut? Und dann frage ich mich ganz ehrlich, in was für einer Welt leben die Leute? Wo Leute nimmer genügend Geld haben, um die Miete zu zahlen, wo sie nimmer wissen, wie sie einkaufen gehen sollen. Bei uns ist jetzt einmal eine ältere Frau gekommen, die gesagt hat, am 25. des Monats ist ihre Rente aufgebraucht. Ist das noch gerecht, ein Land, wo ich das ganze Leben gearbeitet habe, dass ich nichts kriege? Und andere, die kurz einmal in unser Land reinkommen, die kriegen eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die kriegen Kindergeld, die können einkaufen gehen. Ist so etwas gerecht? Das ist nicht mehr unser Südtirol. Jeder, der bei der Südtiroler Freiheit kandidiert, kandidiert, weil er da drinnen die Verantwortung spürt. Und weil er weiß, ich bin Teil der Veränderung, die notwendig ist in unserem Land. Und ich stehe jetzt auf und ich will jetzt etwas tun, damit es in unserem Land etwas weitergeht. Liebe Mitglieder, wir haben jetzt 3 Wochen Zeit, alles zu geben. Alles zu geben, was notwendig ist, um die Veränderung in unserem Land herbeizuführen. Und wir wissen alle, wofür wir das tun. Wir tun das nicht für uns, wir tun das nicht für die Südtiroler Freiheit, sondern wir tun das für unsere Tiroler Heimat. Es lebe Tirol!